Hey, das erste Kapitel aus Feuer im Schloss von Edgar Wallace. Die hässlichen roten Backsteingebäude auf der Höhe von Sketchley Hill hießen offiziell Landesirrenanstalt, aber in der Gegend wurden sie allgemein das Asyl genannt. Nur die ältesten Leute konnten sich noch daran erinnern, welch heftigen Widerstand die Bevölkerung seiner Errichtung entgegengesetzt hatte. Aber die Beamten, die es anging, waren vernünftig und erklärten, dass Geisteskranke doch auch ein Anrecht darauf hätten, etwas von der Schönheit der Natur zu genießen und dass dieser wunderbare Ausblick nach allen Seiten sicher wohltuend auf sie wirken würde. Diese Auseinandersetzung hatte sich vor langer Zeit abgespielt, als der Alte noch ein junger Mann war und mit düsterem Gesicht durch Wälder und Felder streifte und merkwürdige Pläne schmiedete. Aber schon bald fürchtete man, seine fantastischen Gedanken könnten sich gemeingefährlich auswirken, und so ließ man ihn von drei Ärzten untersuchen, die ihn die gleichgültigsten Dinge fragten, so kam es ihm wenigstens vor, und die ihn danach in geschlossenem Wagen in die Anstalt brachten. Dort lebte er dann viele Jahre. Inzwischen rasten Kriege und Revolutionen über die Erde, wurden Könige von ihren Thronen verbannt und die leichten Kutschwagen von den Landstraßen, wo jetzt Autos in großen Staubwolken dahinsausten. Manchmal fühlte der Alte eine unstillbare Sehnsucht, aus den hohen roten Mauern herauszukommen, wieder unter normalen Menschen zu leben. Von seinem Fenster aus konnte er die Giebel von Aranways Hall sehen. Seit 44 Jahren schaute er nun immer durch dasselbe Fenster auf dieselben Giebel. Aber eines Nachts konnte er es nicht mehr aushalten. Die Sehnsucht nach den Wäldern und einem Leben in Freiheit wurde übermächtig in ihm. Er dachte an die Höhlen, an die Stellen im Wald, wo er als Junge unter den großen Farnen geträumt hatte, an den Steinbruch mit den senkrecht abfallenden Wänden und dem tiefen Teich davor. Leise stand er auf, kleidete sich an, verließ sein Zimmer und ging die Treppe hinunter. In der Hand trug er einen schweren Hammer, den er vor einiger Zeit gestohlen und seither versteckt hatte. Unten in der Halle schlief der Wärter. Der Alte schlug ihn mit dem Hammer mehrmals auf den Kopf. Der Mann gab keinen Ton von sich. Der Alte nahm den Schlüsselbund und schloss die Türen auf. Dann eilte er durch den Garten und war bald darauf durch das große Tor verschwunden. Mit seinem weißen, unordentlichen Bart sah er richtig unheimlich aus, als er in den frühen Morgenstunden kurz vor Sonnenaufgang durch die kühlen Wälder von Sketchley strich. Am Rande des Steinbruchs setzte er sich schließlich hin und versank in Träumereien, während er in das stille Wasser des Teichs tief unter sich starrte. Mr. Lorney, der neue Wirt des Gasthauses in Sketchley, wollte sich nicht an der Verfolgung des Entsprungenen beteiligen. Er war ein großer, breitschultriger Mann mit kahlem Kopf und harten Zügen. Seine Stimme klang energisch und er trieb sein Personal ständig zur Arbeit an. Bei der Jagd mitzumachen hatte er keine Lust, so weit fühlte er sich für das Allgemeinwohl doch nicht mitverantwortlich. Er wohnte erst seit kurzem in Sketchley und wurde deswegen von den Einheimischen mit einem gewissen Misstrauen beobachtet, das er in gleichem Maße erwiderte. Er wettete dauernd, aber mit Verstand. Ab und zu fuhr er nach London und selbstverständlich besuchte er alle Rennen in der Umgegend. Trotzdem konnte man nicht sagen, dass er sein Geschäft irgendwie über seiner Liebhaberei vernachlässigte. Von Anfang an hatte er sich vorgenommen, für besser gestellte Leute Wochenendapartments einzurichten. Deshalb baute er das etwas verfallene Haus um, das noch aus der Tudor-Zeit stammte. Auch den verwilderten Garten hatte er neu angelegt und die Fassade des Gasthauses frisch gestrichen. Die Reporter, die nach Sketchley kamen, um über den geflüchteten Geisteskranken zu berichten, fanden bei Mr. Lorney ein bequemes und gutes Quartier.
Obwohl sie wenig wirklich Neues entdeckten, von dem Alten ganz zu schweigen, verfassten sie die sensationellsten Artikel. Spaltenlang beschrieben sie die aufregenden Streifen durch die Wälder und die geheimnisvollen Höhlen, die noch niemand genau untersucht hatte. Von den Landleuten ließen sie sich allerhand Geschichten über den Alten erzählen. Außerdem war auch noch über den toten Wärter zu berichten, dessen geheimnisvolle Vorahnung seines Todes jetzt von seinen Freunden bestätigt wurde und dessen Begräbnis viel Stoff zum Schreiben lieferte. Aber nach einer Weile, als von dem Alten immer noch keine Spur zu entdecken war, versiegte das Interesse der Öffentlichkeit und die Furcht der Leute in den umliegenden Dörfern schlief ein. »Je eher die Sache vergessen wird, desto besser«, meinte John Lorney. »Für uns ist der Fremdenverkehr von größtem Interesse. Wenn die Gäste immer an den Alten mit dem Hammer erinnert werden, bekommen wir eine schlechte Saison.« Man nahm an, dass der Alte tot sei oder sich in eine andere Gegend verzogen habe. Aber dann tauchte der Alte plötzlich doch wieder auf. Man sah ihn in derselben Nacht, als in Tinston House silbernes Geschirr im Wert von etwa 1.000 Pfund gestohlen wurde. Ein Arbeiter, dessen Frau krank war, ging auf der Straße auf und ab und erwartete die Ankunft des Arztes. Plötzlich sah er, dass sich eine Gestalt aus dem Schatten einer Hecke löste, über die Straße rannte und in der nahen Schonung verschwand. Im Mondlicht erkannte er den weißen Bart des Alten. Als der Doktor ankam, hatte er 2 Patienten zu versorgen. Die Bewohner von Sketchley fingen wieder an, alles zu verriegeln, und niemand traute sich nachts allein auf die Straße. Aus Guildford und sogar von Scotland Yard wurden Kriminalbeamte nach Sketchley geschickt, und der Polizeidirektor hielt eine Konferenz ab. Während sich noch alle Leute über den ersten Einbruch den Kopf zerbrachen, wurde in einem nahegelegenen Schloss ein 2. verübt. Diesmal sah der Chauffeur des Postautos, das von Guildford nach London fuhr, einen weißhaarigen Mann in abgetragenen Sachen auf der Landstraße entlang wandern. Chefinspektor Collett kam von London und ließ sich die Personalakten des Geisteskranken zeigen, aber er konnte keinen Anhaltspunkt finden, der ihm half, das Geheimnis aufzuklären. »Entweder muss er ein erstklassiger Einbrecher gewesen sein, als er noch jung war«, sagte er kopfschüttelnd, »oder er hat das alles in der Anstalt gelernt. Das wäre nicht das erste Mal. Ich kann mich ganz genau auf so einen Fall besinnen.« Der 3. Einbruch geschah in Aronways Hall. Lord Aronways hörte mitten in der Nacht ein Geräusch, ging in das Schlafzimmer seiner jungen Frau und weckte sie. »Wenn ich mich nicht irre, ist unten ein Fenster eingedrückt worden«, sagte er leise. »Ich geh mal runter und schau mich um.« »Warum verständigst du nicht jemanden vom Personal?«, fragte sie ängstlich, stand auf, schlüpfte in ihren Morgenrock und folgte ihm durch den dunklen Gang die breite Treppe hinunter. Er flüsterte ihr zu, dass sie oben bleiben solle, aber sie schüttelte nur den Kopf. Vorsichtig ging er durch die stille Eingangshalle und öffnete die Tür zur Bibliothek. Im gleichen Augenblick sprang jemand aus dem Schatten und war deutlich in der offenen Glastür zu erkennen. Der Lord riss den Revolver hoch und drückte ab. Gleich darauf hörte man, dass Glas splitterte. »Warum hast du das getan?«, fragte er ärgerlich. Als er die Waffe hob, hatte sie seinen Arm in die Höhe geschlagen, so dass der Schuss in den Kristallleuchter ging und Scherben von der Decke fielen. »Warum wolltest du auf den alten Mann schießen? Hast du nicht seine weißen Haare gesehen?« Der Lord hatte ein reizbares, jähzorniges Wesen. Er war zum 2. Mal verheiratet. Das Verhalten seiner 2. und sehr jungen Frau regte ihn manchmal auf. »Der Kerl war wahrscheinlich schwer bewaffnet«, brummte er. »Du hast dich verrückt benommen.« Sie lächelte und ging zu der offenen Tür, die auf die Terrasse führte. Nirgends war etwas von dem alten Mann zu sehen. Hastig angekleidete Diener eilten die Treppe herunter und alle Räume im Erdgeschoss wurden durchsucht. Es stellte sich heraus, dass einer der 2 goldenen Becher, die Charles der Erste dem 7. Grafen von Aronways geschenkt hatte, verschwunden war. Eddie Aronways lief eine Woche lang mit düsterem Gesicht herum und war seiner Frau böse. Der Alte war wieder das Gespräch des Tages.